schon wieder alles abgerissen damit. Heftig, 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 heftig. Ich halte in den 12 Minuten. Oh, zum Glück gibt es diese Funktion, Digga. In den meisten Fällen meine Versprechen. Also hier ein Video über Penisse. Hey, mit ihr könnte ich auch mal was kochen, Digga. Sie ist auch echt krass. Cool. Ich habe im letzten Video sehr scherzhaft am Ende gesagt, ich mache dann die Recherche für euch. Aber ich habe wirklich Recherche für euch gemacht. Nein. So zu wie die Augen von der gerade sind, ist die safe komplett stoned. Hey, hört jetzt auf mit diesem Fenster-Joke. Da ist niemand, Mann. Und der Einzige, der da eines Tages mal reingucken wird, ist wahrscheinlich Peter, Digga. Zeig mal, wie groß ist denn der Ausschnitt? Hey, das sieht man doch gar nicht. Yo, Digga, einfach verarscht die Leute. Ich dachte, man sieht sogar. Nicht auf die Weise. Ich habe all meinen Kontakten über WhatsApp oder die meisten, die männlich sind, einfach mal so einen mega langen Text geschrieben von wegen, hey, ich weiß, mega unangenehm, aber ich mache so ein Video. Kannst du mir vielleicht so mega intime Sachen über den erzählen? Ich weiß jetzt viele Sachen. Ich weiß ja bestimmt. Du hast kein Fahrrad, ne? Du hast kein Fahrrad. Fahrrad? Nein. Wie meinst du Fahrrad? Da steht irgendwie ein Fahrrad und das ich hab ist irgendwie übel krass. Und die Mann haben gefragt, was sonst das ist. Ne, ich habe kein Fahrrad. Aber ich nehme es gerne. Nee, nee, das ist halt, steht irgendwie im Weg scheinbar, deswegen wo ich ein Fahrrad. Okay, nee, ist nicht meins. Das ist aber nicht. Was ich nicht wissen wollte, ich wollte halt eher so, ich sag mal, Fakten über wissen und nicht über aber ich habe sehr, 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 sehr viel über gelernt als Mann. Sehr viele Techniken gelernt. Dinge, die ich nicht lernen wollte, Dinge, die ich niemals wieder vergessen kann. Alles nur für dieses Video, Leute. Können wir bitte dafür einmal gut gemacht kriegen. Es war wirklich, wirklich nicht unanstrengend, mich da. Ihr müsst euch überlegen, allein für dieses Video, danke für den Fahrrad-Emote, allein für dieses Video hat sie unglaublich viele Erfahrungen mit dem männlichen Geschlechtsteil sammeln müssen. Das heißt also, sie war in letzter Zeit sehr, sehr fleißig. Ich bin auf jeden Fall gespannt, welche Erfahrungen sie da jetzt einbringen konnte. Es war übrigens die Dame, mit der ich letztens haben wir ein Video von ihr angeschaut. Und zwar ging es da um BHs und Brüste. Und da habt ihr ja auch gesehen, dass ich aggressiv viel Ahnung davon hatte. Alles klar. Durchzukämpfen. Es waren wirklich die, ich würde mal sagen, 30 unangenehmsten Gespräche, die ich je führen musste für beiderlei Seiten. Okay. Legen wir los. Fangen wir mit dem wohl beliebtesten Fakt an. Liebe Freundinnen und Freunde, es gibt zwei Arten von Schniebeli-Boobs. Es gibt Johnnies, die eher klein sind und dann, wenn sie sehr glücklich sind, groß werden. Und dann gibt es Lulus, die eher groß sind und wenn sie glücklich werden, nur so ein bisschen größer werden. Das eine sind Blut-Johnnies und das andere sind Fleisch-Lulus. Findet ihr das witzig? Es ist nicht witzig. Okay, doch, es ist schon witzig. Kommen wir vor wie Kindergarten. Aber wir müssen so reden, Leute, sonst wird das Video... What the fuck ist das? Ja, die redet halt über... Lulus. Direkt gesperrt. Danke. Welche Art von Johnny ihr auch habt, ist das alles... Nein! Welche Art von Schnupsi-Bupsi ihr auch habt da unten... Das ist zu bescheiden. Alle funktionieren sie am Ende des Tages genau gleich und genau gleich gut. Also Mädels, falls ihr euch den Schnupsi-Pupsi eures Freundes im Ruhezustand anschaut und euch denkt, Mensch, das ist aber jetzt nicht so viel. Seid entspannt, da geht noch mehr. Denn dann passiert die Magic. Falls ihr aber einen Freund habt mit einem Fleischlulu, dann gibt es am Ende nicht so viel Magic, aber... Ja, okay. Wie auch immer. Nächster Fakt, ich habe leider keine Schnupsi, die ich rumwerfen kann. Tut mir mega leid, ich wünschte, ich könnte. Meine lieben Freunde, der größte Feind des Mannes ist eine, sagen wir mal, Überraschungsparty des Johnnys, die er plötzlich unten feiert, mitten am Alltag. Also, Surprise-Erektion, wie man es auch nennen möchte. Was aber viele Mädels denken, ist, wenn ein Typ irgendwie mitten am Alltag, irgendwie in der Schule oder whenever, plötzlich sein kleiner Kumpel rauskommt und sagt, hallo, hier bin ich will mitgucken, was da oben abgeht in der Welt, dann heißt das nicht, dass er gerade mega geil ist und unbedingt die Waffel gebuttert haben möchte. Das macht gar keinen Sinn. Das passiert vielmehr einfach so. Das ist ein bisschen vergleichbar wie bei weiblichen Nippeln, die einfach so mitten am Tag steif werden können. Hat nichts damit zu tun, dass unbedingt... Stiffen in Vegas! Und Leute, genau dieses Problem habe ich im Prinzip 24-7. Ich meine, es ist fast wie auf Viagra. Hey, Digga, ich schau, was ist das schon wieder für ein Video? Ich meine, ich kann ja verstehen, dass sie jetzt ein Video darüber gemacht hat, wie Brüste funktionieren, weil sie hat ja auch selber Brüste. Aber warum macht sie denn jetzt ein Video darüber, wie Penisse funktionieren? Ich meine, sie hat ja keinen Penis. Oder? Deswegen muss ich wirklich sagen, finde ich an der Stelle leicht cringig. Weil ich finde eigentlich, ich sollte so ein Video darüber machen. Ich meine, ich habe einen Penis. Ich kann das machen. Kann sein, muss nicht. Gerade in der Pubertät passiert das extrem häufig. Also manche meinten, dass es bis zu 10 Mal am Tag passieren kann oder öfter. Wird nicht ganz verschwinden, aber... 10 Mal am Tag, dass mir einfach einer abgeht. Genau.
Erwachsenenalter wird es sehr viel weniger, liebe Freunde, sehr viel weniger. Besonders unangenehm sind aber diese Surprise-Schnieperlis, vor allem bei, ich lese vor, Zitat, im Sportunterricht, kurz bevor du für ein Referat aufgerufen wirst, bei einem Date, auf dem Schulkonzert, wenn du auf der Bühne stehst, beim Arzt. Es gibt einen übel einfachen Trick, wenn das passiert. Ihr nehmt im Prinzip einfach, also ihr müsst euch überlegen, schnallt euch das Gefährt einfach unter den Gürtel. Das funktioniert. Einfach nach oben schnallen. Easy going. Krasser Trick, Digga. Hochklappen, genau, hochklappen. Umschalten. Lifehacks von Nico. Ist kein Problem. Einfach hochklappen, Leute. Umschalten. Und mein absoluter Favorite. Beim Zockabend mit deinem besten Freund, den du dann sehr lange erklären musst, dass du wirklich nicht schwul bist. Und falls der eine von diesen Surprise-Schniepelis bei irgendeinem Typen sehen sollte, der wahrscheinlich gerade noch in der Pubertät ist, dann verurteile dich nicht. Guck, das ist Scheißgelaber von ihr. Digga, jeder Junge weiß, dass man den einfach hochklappt. So, weißt du, was ich meine? So, klar kann mal passieren, auch auf Autofahrten oder so, ne? Genau. Einfach aufklappen, Digga. Hochklappen und umschalten, Digga. So, ist easy going. So, sie weiß es halt nicht, weißt du, was ich meine? Kann er weniger führen, es ist... Einrasten. Polizisten hassen diesen Trick. Monka ist gut. Für ihn gerade unangenehmer, als es für alle anderen auf jeden Fall ist. Ist das so, dass man einfach sich dann so ein Foto deiner Oma anguckt und dann geht das weg? Hab ich nie ausprobiert. Ja, vielleicht sollten deswegen alle Typen mal ein Foto ihrer Oma im Portemonnaie haben. Für den Fall der Fälle. Oh nein! Ha! Puh, weg. Okay, ey, was drehen wir für ein Video, Alter? Nächster Fakt! Die Sache mit der Morgenlatte. Macchiato. Wir alle trinken gern Kaffee morgens, ne? Naja, egal. Das müssen wir rausnehmen, das klingt, als ob ich stumpfen würde. In 95% der Fällen wachen Männer mit einer Latte Macchiato im Bett auf. Nicht, weil sie so mega krass geile Träume jede Nacht haben, sondern das liegt meistens daran, dass morgens der Testosterongehalt am höchsten ist und dann, ja, sagt ihr schon mal Hallo. Ist immer ganz witzig. Ja, also ich weiß nicht, bei mir ist das jetzt, also nicht oft so. Und vor allem ist es jetzt auch nichts Schlimmes, so entspannt eigentlich. Machst morgens auf, entweder normal oder halt nicht, oder halt hochgeklappt, finde ich jetzt an sich keinen krassen Fact oder irgendwie problematisch oder so, ist eigentlich easy, Digga. Und wenn du dann am Morgen noch eine gute Kollegin neben dir liegen hast, dann hast du im Prinzip auch schon in dem Fall dann dir definitiv Zeit und Arbeit gespart. Wenn man darüber redet, aber es soll wohl auch sehr unangenehm. 95% auf jeden nicht, ist bei mir genauso, Digga. Ist echt selten, dass es passiert. Stellt euch mal vor, ihr wacht morgens mit einem Latte Macchiato auf und müsst mega dringend pinkeln. Ja, man kann mit Latte Macchiato pinkeln, aber es ist ein bisschen schwieriger. Bei mir, ich sag euch ehrlich, auch das stimmt nicht. Bei mir ist tatsächlich nur, wenn ich den Morgen Latte Macchiato hab, ist bei mir, wenn ich pinkeln muss, ist auch easy. Krass verschicktes Thema, Digga. Treffsicherheit, sag ich mal. Also. Ist easy, oder? Ja, ist easy, ne? Ist easy, guck, sag ich. Was sag ich? Ich hab keine Ahnung, Digga. Was tut, fragt man sich. Es gibt ein paar beliebte Methoden, wie man das Ganze lösen kann. Hier, nur wenn ich jetzt mit einer Tuss unterwegs bin, ne? Und dann kurz davor so und ich muss nochmal pissen, dann ist problematisch. Aber nicht bei am Morgen. Am Morgen ist easy. Posen, wenn man mit Latte Macchiato super dringend pinkelt. Ist so, ne? Ich sag's doch. Es ist so. Liebe Freunde, schreibt gerne unten in die Kommentare, welche euch am besten gefällt. Wir hätten hier einmal ganz weit weg hinstellen und versuchen zu treffen. Achtung, Warnung. Gerade, das ist eine schlechte Idee, Mann. Das funktioniert nicht. Zum Referat oder was auch immer aufgerufen wirst, du musst jetzt nach vorne gehen, aber in deiner Hose befindet sich Dwayne The Rock Johnson persönlich. Dann gibt es die sehr... Oh mein Gott, bitte nicht. Beliebte Gürtelklemmtechnik. Für viele Mädels klingt das jetzt wahrscheinlich total abartig, aber für viele Typen würden jetzt sagen, oh ja, kenne ich. Das ist also ziemlich eine Technik, bei der Dwayne The Rock Johnson einmal nach oben gedreht wird, in den Gürtel geklemmt wird und dann mit einem T-Shirt, einem Pulli, einem Oberteil bedeckt wird. So kannst du aufstehen, ohne dass man es dir ansieht, dass der Typ... Ah, okay, sie kannte den Trick doch. ...gerade in der Muckibude hantiert. Aber diese Technik birgt auch einige Gefahren, denn wenn du versuchst, dich zu bücken, um was aufzuheben, kann es sehr schmerzhaft werden. Also lieber nichts fallen lassen. Ja, oha, Digga, also... So groß ist es dann bei mir auch wieder nicht. Nächster Fall! Ja, wahrscheinlich klappe ich mir den unter den Gürtel und dann geht der bis hier, bis zur Brust, oder? Und dann, wenn ich mich bück, Alter, wahrscheinlich habe ich das Problem, oder? Digga, alles easy, bei mir ist alles okay. Die nächste Situation ist eine Situation, die wir alle kennen. Egal ob Mädel oder Junge, wir haben es beide mal erlebt, egal von welcher Seite. Kennt ihr das? Ihr seid im Schwimmbad, alle sagen, hey, lass ins Wasser gehen. Alle sind so, ja! Und du denkst dir so, du hast eine Latte, ist kein Problem, Digga, einfach nach oben. So diesen einen Typen, der sagt, ich komme so in 5 Minuten nach und liegt so auf dem Bauch. Und du bist so, hä, komm doch jetzt. Und der ist so, nee, ich will mich doch ein bisschen sonnen. Ja, der hat auch gerade Schniepeli. Ey, Digga, das ist echt mega easy. Dann musst du ihn nicht nach oben klappen, sondern du musst ihn zur Seite klappen.
Also ich weiß nicht, ich bin jetzt auch nicht der Typ, der auf dieser 25 bis 30 Zentimeter Basis unterwegs ist. Ich würde sagen, ich habe die normale Size so knapp 9,5 cm, also natürlich im krassen Zustand. Deswegen einfach auf die Seite klappen und die Badehose ein bisschen so daran ziehen so. Und dann, das ist auch ganz einfach, weil man geht dann nicht normal zum Schwimmbecken, sondern man macht so einen auf diesen. Oh, Bro, Alter, extrem verspannt gerade. Alter, was geht hier für ein Film? Oh, ich muss mal kurz zum Schwimmbecken und dann geht ihr auch nicht normal, ich spring nicht normal rein, sondern ihr macht diesen. Alter Jungs, ich komm! Boom, Alter, Wasserbombe ins Wasser und dann chillt ihr im Wasser auch einfach die ganze Zeit so. Digga, ist easy, klappt man, ohne Witz, es ist übel einfach. Also gar kein Problem. Auch hier ist es wirklich kein Thema, es ist absolut rulable. Action am Laufen. Das ist immer das gleiche. Im Schwimmbad, auf dem Handtuch, auf dem Bauch liegen. Ihr wisst, was abgeht, Leute. Hakt nicht so unangenehm nach und sagt, ach komm doch mit ins Wasser, komm, ich ziehe dich jetzt mit. Heul mal nicht rum, na komm schon, wir gehen alle. Es ist gerade super unangenehm für den Jungen und er wird einfach nur kurz warten, bis sich sein Mini-Johannes entspannt hat. Und dann kommt er auch mit ins Wasser. Aber je länger du nachfragst und je öfter du darauf rumhakst, umso unangenehmer wird es und umso seltsamer wird die Situation. Finde ich damit ab. Falsch. Wenn eine Frau, je öfter eine Frau danach fragt, desto wahrscheinlicher ist es im Prinzip auch, dass ihr den, das Problem auf einem anderen Weg enthärten könnt. Alles klar. Hat gerade eine Latte, Macchiato, und kommt dann gleich. Nächster Fakt! Die meisten Männer sind sich unsicher, was die Größe ihres Ding-Dongs angeht. Und das liegt vor allem an zwei Sachen. Erstens, wir schauen zu viele Pornos, in denen Männer einfach 50 cm Gemächte haben. Ihr könnt euch nicht mit denen vergleichen, Leute. Und bitte hört auf, so viel Wichtigkeit reinzulegen in irgendwelche Statistiken, wo es um Durchschnittsgröße von Lulus in Deutschland geht. Erstens, ihr wisst nicht, woher diese Daten stammen. Zweitens, wahrscheinlich stammen diese Daten aus irgendwelchen Befragungen. Und bei den meisten Befragungen werden Männer wohl ein paar Millimeter oder Zentimeter. Ja, es ist halt echt so, ne? Also die meisten Frauen, also das hört sich jetzt so klischeehaft an, aber es kommt halt wirklich einfach nur auf die Technik an. Ne? Wenn ihr hergeht und, also, es ist unangenehm darüber zu reden irgendwie, aber ich kenne Kollegen, die sitzen beispielsweise jetzt auch einen Raum weiter, die haben im Prinzip eher das Problem, dass es in die Richtung zu groß geht, okay? Und Frauen kommen damit ehrlich gesagt auch gar nicht so gut klar, ja? Ich kenne aber auch Kollegen, die hier bei mir gerade auf meinem Platz sitzen, bei denen ist es halt einfach in der normalen Größenordnung aufzufinden und bei mir ist bisher immer alles super gelaufen. Alle Frauen zufrieden gewesen. Keine Probleme. Perfekt. Zugeschummelt haben, also chillt euer Leib. Und drittens, der Mythos, je größer, desto besser, ist absoluter Bullshit. Es kommt komplett individuell darauf an, was ihr damit machen wollt und mit wem ihr was machen wollt. Und da sind verschiedene Größen bei verschiedenen Frauen oder auch Männern unterschiedlich gut oder schlecht. Es gibt absolut, also nicht die ideale Lulu-Länge und Dicke, die man unbedingt haben muss. Und dann hat man überall gewonnen. Weiter geht's! Komm. Du brauchst den Schlüssel, der in jedes Schlüsselloch passt. Aber hast du das Schloss, in das jeder Schlüssel passt, dann hast du verkackt. Lebensweisheiten von meinem Onkel Frank. Kommen wir zu Farben, meine lieben Freunde. Wer kennt es nicht? Wir haben alle grüne, blaue und gelbe Lulus. Der Schmonky Pong. Ich brauche noch ein Wort. Rüstet gut. Wie viele Namen du auf Lager hast. Ich wette, du hast früher Yaoi-Fanfictions geschrieben. Ehrenonkel. Okay. Vielen Männern ist es wahrscheinlich schon aufgefallen und den meisten Mädels auch. Der Rüssel ist etwas dunkler gefärbt als der Rest des Körpers. Das ist vollkommen normal. Das liegt vor allem an den Sexualhormonen, die den Rüssel etwas dunkler färben. Vor allem im Alter. Also je nachdem, wie alt man ist und wie viele Sexualhormone vorhanden sind. Moment mal ganz kurz. Bei mir ist der mehr extrem rot. Stimmt hier irgendwas nicht? Kann der Terrö auch immer etwas dunkler werden, je älter man wird. Nicht seltsam, einfach nur normale Verfärbung. Meine lieben Freunde, jetzt geht's um Ping-Pong-Bälle, Tennisbälle, kleine gelegte Wachteleier. Es ist extrem normal, wenn deine beiden Tennisbälle, die du da unten hängen hast. Oh, das sind echt riesige Dinger dann. Tennisbälle, das sind echt dicke Eier. Alter, Tennisbälle wäre heftig, Mann, ohne Witz. Stell dir das vor. Das wäre echt riesig. Da solltest du zum Arzt gehen. Es ist übrigens extrem normal, wenn deine Wachteleier ungleich groß sind. Es ist sogar extrem normal. Es gibt einen Mythos, dass man von Fahrradfahren impotent werden kann. Sofern du nicht den Sattel abmachst und dich auf die nach oben ragende Metallstange setzt, passiert das nicht. Du kannst vom Fahrradfahren nicht impotent werden. Was passieren kann, wenn du jetzt...
Da bin ich ja beruhigt, Alter. Junge, Junge, Alter, sonst hätte ich ja safe keine Kinder mehr bekommen können. Wenn du mehrere Stunden am Stück sehr intensiv und sehr lange Fahrrad fährst, dann kann passieren, dass ein Taubheitsgefühl untenrum entsteht. Vollkommen normal, geht wieder weg, hat nichts mit Impotenz zu tun, aber irgendwie denken das Leute, also ihr könnt so viel Fahrrad fahren, wie ihr wollt. Passiert nichts zu eurem Biggie-Bomb. Danke für den Fahrrad-Emote, Leute. Ihr seid die Besten. Nächster Fakt. Die Weltgesundheitsorganisation geht davon aus, dass ca. 30% aller Schnobblibons beschnitten sind. 30%, das ist echt viel. Fast jeder dritte Mann hat keine Vorhaut mehr. Aber egal, ob deine Banane mit Schale oder ohne ist, funktionieren tun sie alle gleich gut. Viele sagen auch, dass eine geschälte Banane sehr viel hygienischer ist als eine ungeschälte Banane. Aber es ist Bullshit, wenn du dich vernünftig und einigermaßen regelmäßig oft duschst und wäschst. Da bin ich absolut dabei. Einmal alle zwei Wochen sollte da auf jeden Fall ausreichend sein. Echt, dann ist alles gleich gut. Und wenn du keine Bananenschale hast und trotzdem nur einmal die Woche duschst, dann ist es genauso unhygienisch. Also nur eine saubere Banane. Genau, das einmal jede Woche ist einfach zu viel. Ist eine glückliche Banane. Liebe Freunde. Da kann der Körper im Prinzip nicht nachkommen, um genug Fette zu produzieren, um das Ganze in einem hygienischen Ambiente zu halten. Deswegen einfach, Leute. Manchmal ist es bei mir auch nur einmal alle zwei Monate. Und 25% aller Gurken sind keine Gurken, sondern krumme Bananen. In die eine oder die andere Richtung. Nach oben oder nach unten. Halt krumm. Ist aber gar nicht schlimm. Viele denken übrigens auch, dass man durch, ich sag mal, extremes Handanlegen in die eine oder andere Richtung drückend und zerrend diese Krümmung wieder ausgleichen könnte. Nein, das geht nicht. Es ist alles schon so vorherbestimmt. Alles easy. Das war das. Aha, bist du ganz sicher? Hast du es schon ausprobiert? Also ich muss wirklich sagen, ich finde das Video, also ich finde sie an sich als YouTuberin echt cool, weil die so ein paar Themen anspricht. Ich fand es auch witzig, wie die es gemacht hat mit den verschiedenen Namensgebungen. Ich fand es jetzt ein bisschen komisch, dass sie über das Thema geredet hat. Auf der anderen Seite auch irgendwie wieder witzig. So, es kriegt ein Like von mir, das Video, muss ich sagen. Finde ich ganz cool. Ich finde die an sich eigentlich auch so als YouTuberin cool, wenn die sich doch einfach einmal als Widowmaker verkleiden würde oder als Diva. Da wäre ich ja wirklich sehr, sehr dankbar. Ja, da hat sie sich schon mal als Diva verkleidet, ich weiß es gar nicht. Ja, finde ich voll geil sowas. Aber, fuck this shit, dude. Danke, Annie the Duck, auf jeden Fall für deinen Beitrag. Oder kommt hier noch was? Unangenehmste Video meines Lebens, Alter. Ich würde gerne lieber weiter über Frauenkörperteile sprechen, denn da kenne ich mich ein bisschen besser aus. Wollt ihr lieber einen Teil 2 zu Brüsten oder lieber einen Teil 1 über Mumus hören? Denn da kann ich ein bisschen mehr drüber erzählen. Und da weiß ich auch ein paar mehr Sachen, wo ich wirklich sage, viele Männer wissen das nicht. 50.000 Likes, wir machen ein Video über Mumus. Okay, ja, das wär super. Da würde ich mich auch für interessieren. Dann kann ich eventuell da nochmal die ein oder andere Technik überarbeiten. Wäre auf jeden Fall eine super Sache, wenn das Video kommen würde. Ja, genau. Bitte, bring das Video. Grüße gehen raus. Moiga.